dann würde ich tatsächlich noch mal schauen, ob es gegebenenfalls noch ein zweites Vieh hier in der Nähe gibt, weil es könnte ja sein, dass es ein Pärchen ist. Dann würde ich einmal per Spuren lesen, schauen, ob es nur eine Sorte Spuren gibt oder eine zweite. Mhm. Die in der Art und Weise funktioniert. Ja, die Spuren schaust du dir weiter an. Kannst auch dir einige Zeichen dann mit Cry geben. Und wenn ihr euch ein bisschen umgesehen habt, stellst du fest, dass das der einzige Diablodon in dieser Nähe sein muss. Also wie gesagt, ein Alpha-Predator duldet keine anderen Saurier neben sich. Und die Terratrixe wird er sich vielleicht nochmal zum Fressen auf der anderen Seite holen. Was er sonst für Saurier hat, das ist eine ganze Menge. Unter anderem Flugsaurier, Terratrixe, du kannst der Gatorexe erkennen, verschiedenste andere Kreaturen, Manteldiapire. Da ist von den Schuppen, die da rumliegen, von dem Fleisch, von den Knochen, da ist viel dran. Alles, was Aurum so zu bieten hat. Aber ein weiteres Diablodon siehst du in der Nähe nicht. Okay, gehe ich halt zu Cry, berichte ihm, informiere ihm über die neuen Erkenntnisse, vor allem auch das mit dem Gift, dass er sich nicht wieder beißen lassen sollte in nächster Zeit, vor allem nicht vor ihm, weil das könnte alleine durch das Gift schon etwas schlimmer werden. Ja. Und während ihr dort oben sitzt, könnt ihr es wieder spüren, wie die Erde bebt, diesmal nicht über euch, sondern unter euch, einige kleine... Gesteine rieseln bereits herunter, auch du musst sie gar nicht lostreten und dann kannst du das Monster unter dir erkennen. Der Diablodon ist wesentlich größer als sein Cybot, ein beeindruckender Schuppenkamm entlang seines Rückens, der leicht im Sonnenlicht glitzert, auch die Gase, die sich daran abgesetzt haben, haben sie ein bisschen eingefärbt. Riesige gelbe Krallen, lang wie Energieschwerter und verkrustet mit Blut der unzähligen Opfer. Nadelspitze Fangzähne, geht er aus seiner Höhle heraus, schüttelt sich einmal im Licht der Sonne und der Gase, weiteres Blut und Fleischreste, die nach links und rechts wegspritzen, und er marschiert mit seinem gewaltigen Stapfen, was wohl auch dem Tosen der Triebwerke einer startenden Walküre Konkurrenz machen könnte, tritt er noch ein paar Knochen zu Brei und stapft dann in Richtung der Brücke. Oh, ich hätte jetzt versucht, tatsächlich, wenn der da rauskommt, die dann abgesprochen mit Cry, die Steinlawine da herunter zu lassen. Okay, gut, aber dann dann merkst du, wie er sich einmal schüttelt, wie gesagt, die Fleischreste fallen runter und du trittst da mal zu. Du siehst in das ungläubige Gesicht von Cry und dann bricht eine der Spitzen nach unten. Gib mir mal ein, was ist denn das? Ich würde einfach ganz normal auf ballistische Fertigkeit würfeln lassen. Willst du mal deinen Devastator treten lassen? Man muss natürlich ein bisschen zielen, ein bisschen intelligent dann und auch gewandt abtreten, damit es dann im richtigen Moment runterbricht auf den Schuppenkamm. Aber ja, du versuchst es. Der Kampf beginnt. Ja. Dann jeder bitte Initiative. Ich gebe uns. Was? Ich find gut, dass das mit Cry abgesprochen ist. Also Cry hat das auf jeden Fall mitentschieden. Das war ja der Plan! Und allen guten Geistern verlassen? Was soll die Scheiße? Tordal ist der Anführer. Lebt damit. Also Cry, ich weiß nicht, das ist dein Plan. Ich weiß jetzt gar nicht, warum du dich so anstellst. Octavius hat die 12. Cry hat die 7. 13. 9 bei Wilhelm? Ja. Boah, Tordal mit der 22, ne? Ich hab nur 20, es tut mir leid. Das sehe ich jetzt richtig verstehe. Ihr habt jetzt irgendwas auf den Dino getreten. Ifrit? Ifrit, wie viel hast du? Ifrit, du hast 10? Ja. Ich muss gerade mal meine Dino. Da kommt der Jäger in den Wolf raus. Wie kann man seinen Schicksalspunkt nochmal in der Initiativphase einsetzen? Ach du, dann bist du, glaube ich, als erstes dran. Wenn du deinen Chippy einsetzt, bist du als erstes dran. Ja. In einer Runde, ne? Ja. In dieser Runde, genau. So, ich muss gerade mal überlegen. Der Dino hat 5 gewürfelt und sein Agility, ne? 3. Dann ist er bei der 8. Okay.
Tordal, du hast in der Runde 0 angefangen zu treten, du hast getroffen, ne? Dann darfst du reißender Schaden, weil das eine Spitze hat, auch wenn es primitiv ist, aber das ist egal, weil der hat ja auch primitive Rüstung. Ich gebe dir 1W10 reißend plus dein Stärkebonus. Okay. Wow. Das tut aber. Das hat sich richtig gelohnt. Ja, das du, also fällt ja, direkt auf seinen Kopf. Reißend kann man ja zweimal würfeln. Ja, genau, also 2W10 und den einen gut, nimmst dann du. Bei reißenden Schaden mache ich nochmal zusätzlich zwei Schaden dazu. Dann mache ich Grundschaden plus 10. Wow. Dafür frisst sich das Vieh auch gleich. Ja. Wahrscheinlich. Ich glaube, es ist schneller als du. Nö. Ich finde gut, dass wir eine defensive Position eingenommen haben. Ja, voll gut, 15. Dass sowas von in dann die sind das 13. 13. 13 Schaden minus 5er Rüstung. Durchschlag hast du nicht, sind 8 Schaden. Okay. Sind die ersten 8 Schadenspunkte. Dann gehen wir in Kampfrunde 1, Tordal 20. Du siehst, wie er sich schüttelt, blickt sich um, dreht sich in deine Richtung und die hässlichen gelben Augen funkeln dich böse und hungrig an. Wollte Crying nicht seine Initiative verkürzen? Nein. Gabriel wollte vielleicht vorziehen. Dann habe ich eben die Stimme gerade vertauscht, das war mein Fehler. Gabriel. Ich habe nur eine Frage gestellt. Mhm. Also gut, okay. Tordal, was tust du? Kannst du auch verzögern? Na, spring auf seinen Rücken. Du hast jetzt Gelegenheit, direkt seinen Nacken anzugreifen. Spring auf seinen Rücken oder tritt den nächsten Stapel runter. Mehr Optionen hast du nicht. Ja, das mit dem Rücken oder mit dem Kopf wäre tatsächlich eine gute Idee, dass ich halt versuche, ihn dann vom dem Nacken, so dass er nicht mich beißen kann. Dann springe ich halt mit meinen gezogenen Gürklingen, da ich beidhändig angreifen kann, stürze ich mich da von oben runter und versuche ihn halt direkt in den Nacken zu stechen. Ja, okay. Ja. Gut, dann gib mir mal einen Wurf auf Gewandtheit. Und danach darfst du mir erstmal in dieser Runde darfst du noch nicht zuschlagen, aber in dieser Runde darfst du mir dann Umgang mit Tieren würfeln. Du versuchst ihn nicht zu zähmen, aber du willst ihn auf alle Fälle reiten, auch wenn man es noch nicht so nennen kann. Erstmal Gewandtheit. Ja, Gewandtheit habe ich geschafft. Sieht gut aus. Und dann gibst du mir einen Wurf auf Umgang mit Tieren. Ja, muss ich gucken. Könnte reichen. Echt nicht ganz. Ich überlege gerade, ob ich hier nochmal einen Schicksalspunkt. Wäre gut. Du sitzt auch. So würfelt. Bis jetzt war jedes Mal, wenn ich Schicksalswurf gemacht habe, mein Wurf schlechter geworden, ja. Aber bei der 73, da ist Luft nach unten. Kannst du dich auch irgendwie so eine Foxgarde kaufen? Es ist aber noch Luft nach oben. Nee, das muss ich vorher ankündigen. Nur wenn du es geschafft hast, dann kannst du dir einen zusätzlichen kaufen. Komm, ich setz hier einen. Neu, das ist so worth it. Ja, 61, geschafft. Okay, dann wirst du diese Runde nicht gebissen. Du kannst ihn vielleicht so ein bisschen sogar dirigieren. Ja. Dann lenke ich in Richtung, versuche ich so ein bisschen die Touch Richtung Brücke zu führen. Ja, Bruder Octavius, hat sicherlich 20, 30 Minuten gedauert. Du hast deine Augen zusammengekniffen und hast dann auch gesehen, wie unter leichtem Beben der Diablo dann rausgekommen ist und zu deinem, du kannst es nicht ganz fassen. Tordal steht dort oben über der Höhle. Tritt einen Stalaktiten nach unten und springt hinterher. Und schreit dabei, ohrenbetäubend wie ein Wolf. Also der ist voll in seinem Element und ich hau mir nur die flache Hand auf die Stirn. Ja, möchtest du laufen? Möchtest du da bleiben? Nö, ich bleib hier. Der bringt bestimmt den Diablo Kopf, mit. Den Kopf bringt er gleich mit, ja. Ifrit. Das ist kein Space Marine, das ist ein Space Barbar. Ja, machst nichts. Ich verzögere erstmal. Mhm. Mir geht das so ein bisschen ähnlich wie Octavius. Mhm. Ich fühle mich hier oben gerade recht wohl. Mhm. Kann ich irgendwie nachvollziehen. Klug unter dem Dann machen die Brüder das zu zweit. Kein Problem. Wilhelm. Dem Fakt geschuldet, dass mein Anführer auf diese Dino gesprungen ist, bin ich jetzt sehr angefressen, dass meine defensive Position aufgegeben werden muss. Ich möchte hier runterspringen und in Richtung Dino mich bewegen. Gut. Dann kannst du in einen Sprint verfallen. Das ist deine Gewandtheit mal. Oh, was ist denn das? Mal 4? Nee, mal 6. Mal 6 sogar.
Warte, also sind das 36 für mich? Ich nehme an, fürs Springen verliere ich. Nee, das passt schon. Du springst dann nach unten, das geht schon. Wenn ich dir das Wilhelm springt, würde ich dann auch mitlaufen. Ja, das kannst du. Du hast ja die höhere Initiative und du hast verzögert, dann kannst du hinterher. Schoko, denk dran, du hast keine Serverrüstung, ne? Das heißt, du hast. Ich weiß aber ja auch nicht. Nein, ich meine, du bist dann auch langsamer. Nee, die Stärke wird weniger. Ja, Servo-Rüstung hat auch ein Gewandtheitsmodifikator. Beweglichkeitsbonus, also ein Schnelligkeitsdingster-Bumster. Was? Also Wilhelm, du siehst, der Salamander, der hinterherläuft, Speerschleuder, Speer in der einen Hand, Bianenseil über die beide Schulter gesprungen. Sieht der Salamander dabei genauso unglücklich mit der Situation aus wie Wilhelm? Das ist ein Devastator. Ja. Devastator sind eigentlich lieber hinten. Ja, okay. Ich habe ein Schuppenschild in der Hand und in der anderen eine, naja, so eine Art Speer würde ich das nennen. Also ich gucke in der freien Handlung Gabriel an und sage, wir werden alle sterben und hüpfe auch runter. Ja, auch du kannst, du hattest ja verzögert, du hast nichts getan, du kannst hinterher springen. Der Diablodon ist dran und der Diablodon bewegt sich, er fängt an und will ganz gerne abschütteln. Ich muss gerade schauen, er kann aktuell nicht angreifen, das heißt, er wird 36 Schritte in die Richtung machen und dabei versuchen, Tordal abzuschütteln. Was ist denn das? Gewandtheit? Strength doch bestimmt, oder nicht? Genau, du hältst dich mit Stärke fest, dann gib mir mal einen Wurf auf Stärke. Ja, das sind viele Erfolge. Sechs. Er schüttelt sich, er versucht sich zu drehen. Er ist unglaublich. Nicht schnell, würdest du nicht sagen, aber brutal. Also ruckig. Er ist vor allem ruckig. Und du merkst, wie dieses tonnenschwere Gewicht die Steine unter dir auch wieder zum, nicht nur die Knochen, sondern auch die Steine zum Beben bringt, die dann auf der Unterfläche unter dir dann so leicht über den Kies hüpfen und weitere Gase, die dann aus dem Vulkan rechts und links neben dir ausgespuckt werden und das ganze Tal mit seiner Tödlichkeit benetzt. Das war der Diablodon Cry. Oh, hier ist ja nichts mehr los, ne? Ja, und du hast gemacht einen Bonus von 5, ich komme auch nur 30 Meter weit, wenn ich sprinte. Ja, klar, hinterher, ne? Ja, dann kesselt ihr ihn jetzt ein. Bis immerhin in seinem Rücken, also. Genau, er ist in die andere Richtung gelaufen. Du hast da jetzt den Schwanz vor dir, aber noch schlägt er zumindest nicht gezielt in deine Richtung. Das ist vollkommen okay, wenn er mich jetzt nicht bemerkt. Also, Gabriel. Ich habe damit kein Problem. Ja, es läuft alles so, wie ich erwartet habe. Wow! Das ist so geil. Und da meine Aufgabe direkt vor mir liegt und das, was ich bewahren will, gerade von mir wegläuft, laufe ich hinterher. Nächste Kampfrunde, Tordal. Ja, ich setze meine freie aktionsmäßige gewaltige Stärke ein. Da ich jetzt Rang 3 habe, gibt das Stärke mal 3 plus 20 auf Stärkewürfe. Wow. Und benutze dann damit jetzt meine dreifache Stärke. Und damit habe ich eine Stärke von 15. 5 mal 3 sind 15, ja. Oder what? Sekunde, muss mal. Irgendwie hat sich gerade meinen Bogen verhauen. Ja, das ist die erste Seite. Ja, sind dann 15. Und jage ihm jetzt 3 Schnellangriffe, blitzschnelle Angriffe mit meinen Klingen in den Nacken. Und da die Reißen sind, habe ich dadurch mehr Schaden. Oh Gott, jetzt kommt wieder irgendwie so ein beschissener Schaden, ne? Ja. Und dadurch, dass ich jetzt die Gürklingen verwende und jeden Erfolgrad plus Schaden je Waffe mache. Das stimmt, ja. Jetzt fange ich an zu rechnen. Wird das ein interessanter Angriff? Du kannst aber, nee, du hältst dich fest, du hast nur eine Gürklinge in der Hand. Dann mache ich halt 3 Angriffe mit der Klinge. Genau, aber du hast nur plus 1 anstatt plus 2 mit der Gürklinge. Ja, ne? Also ja, das macht kaum einen Unterschied. Ja, ich wollte, aber das musst du mir gönnen.
Ja, ne, alles gut. Bin ich voll dabei. Ich benutze meine eine Klinge einfach als Halterung momentan. In den Rücken gerammt, zwischen genau. Die Schuppen. Ja. Und Yagim halt jetzt 3 schnelle Angriffe mit der anderen Klinge. Stärke 15, alles klar. Okay, Nummer 1. Er wäre getroffen, ich glaube, er weicht nicht aus. Nee, er weicht nicht aus, nee. Dann fangen wir damit an. Stärke 15, die Klinge macht plus 2 dann. Aber das sind übrigens 3 Erfolge, wenn ich es richtig sehe. Ja, das sind 3 Erfolge, dann sind das plus 3, plus 3. Das ist ein übler Schaden. Das ist wahrscheinlich auch nochmal plus 2 mit Nahkampfwaffen. Ja, ich mache ja plus, das sind 15. Und irgendwie ein W10 plus 22. Damit wären das 7 plus 20, plus 21 sind 28 Schaden. 28? Mit der ersten Klinge. Ja, 28. Hast du dann eine Penetration 1 oder so? Muss ich gerade gucken, hab schon gar nicht nachgeguckt. 28. Die Penetration haben wir glaube nicht. Die haben gar keinen Durchschnitt. Gut, okay, 28 minus 5 sind 23. Nur 23, okay. Nummer 2 trifft auch. 22 Schaden minus 5, 22 minus 5 sind 17. Und Angriff Nummer 3 trifft vergiss auch. Vergiss den Toughness-Bonus nicht. 40, 48, ja, stimmt, hast du recht. Guter Hinweis. So viel zu, ich wollte das Viech zähmen. Das ist jetzt gleich kopflos. Nee, der hat noch. Das sind schlechte Nachrichten. Aber das ist trotzdem damit ein guter Schaden. Haben wir, so jetzt mal gerade gucken, das ist die 4. Sind 25 Schaden. 25 Schaden minus 5 sind 20, minus 10. Gut. Sind schon mal ordentliche Schaden, die du da vorgelegt hast. Und dann schlägst du ihm immer und immer wieder in seinen Schuppenkamm deine Gürklingen, schneidest da wohl auch, du siehst wie Fleischfetzen dann noch runtersegeln, aber der Rücken ist groß, tonnenschwer und es geht weiter. Octavius, du läufst weiter, ne? Ich glaube, ihr könnt alle 3 dann euch weiterziehen, weiter rennen. Gabriel läuft auch. Gabriel läuft auch. Okay, dann würfelt Tordal jetzt erstmal wieder Umgang mit Tieren, damit du nicht abgeschüttelt wirst, beziehungsweise nicht Umgang mit Tieren. Jetzt ist es Umgang mit Tieren und dann kannst du danach wieder Stärke würfeln. Ja, aber sowas von 6 Erfolge. 9, das sieht gut aus. Er tobt weiter und wird jetzt tatsächlich auch auf die Space Marines zulaufen, die über die Brücke kommen. Auch wenn das nicht Tordal ist, aber das ist trotzdem ein Teil, der jetzt seine Wut kanalisiert und ihm eine Möglichkeit gibt, euch zu töten. Cry kann hinterherziehen? Ja. Ausgezeichnet, dann zieh hinterher. Du kannst ja nicht was machen. Doch, ich könnte wahrscheinlich. Ah, nee, nicht nah genug ran für einen Sturmangriff. Octavius, du gehst über die Brücke oder bleibst du stehen? Gut, nächste Kampfrunde, Tordal. Ja, die überschnittliche Stärke ist bei Stärke 3 Runden lang. Ach so, wow. Ich hab grad nicht so nachgeguckt. Bei Rang 3, da wir ja Rang 3 sind. Ja, bist doch Rang 2. Nein, mit 21 sind wir Rang 3. Ja, aber es geht nach ausgegebenen Erfahrungspunkten. Dann sind wir Rang 2, aber es macht trotzdem diese Runde noch einmal in gleiche Runde. Gleiche Aktion. Also schlägt er weiter drauf ein. Unsere Leben hängen davon ab. Das ist tatsächlich richtig, ja. So viel Schaden wie irgend möglich, bevor er bei euch ankommt. 25 sieht gut aus. So, dann 3D10 plus 21, das sind 28 Schaden beim ersten. Hast noch mehr, du hast doch jetzt einen Erfolgsgrad gehabt. Das ist 29 Schaden. Ach ja, stimmt. Die Erfolgsgrade. Musst du die Erfolgsgrade eigentlich mal neu berechnen? Die Erfolgsgrade waren noch 30 Schaden dann. 32 Schaden? Ne, 30. 30 Schaden, okay. Jetzt sind 15. So, jetzt machen wir den zweiten.
kommen wir noch einen anderen 3 dazu, dann sind wir bei 24. Nochmal 30 Schaden. Nochmal 30 Schaden? Mhm. Das sind wieder 15. Und der letzte trifft auch, das sind dann 4 Schaden mehr, dann sind wir bei... Und das war eine 10. Wow. Ich möchte gerne ausweichen, und zwar wird er sich, bevor du ihm jetzt den Kopf abschlägst, möchte er sich auf den Boden wälzen, sich draufschmeißen, und es gelingt nicht, dich abzuschütteln, beziehungsweise den Schaden von dir abzuwenden, aber er möchte trotzdem, während er sich umdreht und du zuschlägst, mit seinen Klauen nach dir greifen. Mhm. Kann ich vorziehen und ein Speer auf ihn werfen? Du darfst vorziehen, ja. Du hast die höhere Initiative, du darfst noch vorziehen. Ich würde einmal ein Speer auf ihn werfen. Entfernung 20 Meter? Du, das ist ein bisschen Overrange. Ich würfel einfach mal, wir gucken, was dabei überbleibt. Ich würde auf seinen Kopf zielen. Mhm. Standhaft, halbe Runde zielen. Das reicht. Das sieht gut aus. Dann okay. Musst du jetzt noch den Schaden würfeln. Yes, one moment. Das Schöne ist, dass die 10 halt immer crittet, ne? Ja. Damit kann man immer... Ich hab mächtiger Schuss, das ist plus 2 Damage auf Fernkampf. Das dürfte ja auch zählen, selbst hier bei meinem Gammelbogen oder Gammelspeer. Ah, ich treffe vermutlich aber gut die Schuppen. Der Speer ist ja reißend, du darfst noch einen B10 würfeln. Ah, okay. Explodiert. Ja. Nee, bleibt bei. Bleibt in der Schuppenrüstung hängen. Dann, wenn der jetzt stirbt, habe ich auch was gemacht. Richtig. Ja, also da schlägt, also wenn ich jetzt gerade sozusagen in meinen Todesstoß, schlägt er gerade nach mir. Okay, ich glaube, da brauche ich nicht mehr ausweichen. Ja, ich hätte spaßeshalber, was hätte ich denn gemacht an Schaden? Ich hätte tatsächlich noch die Möglichkeit gehabt auszuweichen. Aber ja, ich weiß, 1d10 plus 15 reißend toxisch. Also das ist, wie gesagt, der hätte noch... hätten Schaden machen dürfen. Ja, so merkt ihr, wie Thordal angeritten kommt, immer und immer wieder seine Glückling in den Hals reinrammt und das, was tonnenschwer aussieht, wie der Vernichter von Welten und auch auf einem Zooplaneten von irgendeinem Rogue Trader vielleicht gut in einen der Käfige gepasst hätte, wird jetzt hier nach und nach blutend niedergestreckt. Es sieht fast so aus, als würde er springen oder hechten. Es ist aber wohl eher ein Fallen und mit der letzten Kraft versucht er seine giftigen Klauen nach Thordal auszustrecken, während er fällt. Aber noch mit dem letzten Schlag kannst du seinen Kopf abtrennen. Blut sprudelt den vier Brüdern entgegen, heiß und klebrig, vielleicht sogar giftig. Und dann, ja, purzelt, nachdem ihr euch alle in Blut in dieser Fontäne gesuhlt habt und dann die Augen so ein bisschen ausgespült habt, einmal eure Finger über die Augen gefahren habt, könnt ihr den gewaltigen Kopf des Diablodons vor euch sehen, wie er liegen geblieben ist. Wie ein Präsent, direkt vor dem Dark Angel Apothekarius. Und in dem Moment, wo er vor dem Dark Angel landet, springt Thordal mit seinen beiden Klinken nach und rammt ihm die Klingen nochmal in den Kopf rein. Ja, sobald Thordal von dem Kopf runtergestiegen ist, möchte ich ihm die Hand auf die Schulter legen. Eine erfolgsame gemeinsame Jagd zwischen uns beiden. So muss das sein. Und reicht dir dann auch grinsend die Hand, die wahrscheinlich im Blut schwimmt. Thordal, du bist wirklich unglaublich. Wieso? Gut gemacht, Bruder. Mission erfüllt. Guck dabei grinsend den Dark Angel an. Gabriel schaut verbittert auf den Kopf. Er gönnt es dir gar nicht, dass du den gerade gekillt hast. Ich möchte unauffällig währenddessen mein Speer etwas tiefer in den Kopf rammen, damit es so aussieht. Drehst nochmal ein bisschen. Ja, Gabriel, kannst du ein bisschen neben den Speer von Wilhelm schauen. Ja, vielleicht nah an der Gehirnstruktur. Das hat sicherlich ein bisschen Synapsen kaputt gemacht. Wilhelm hat das sicherlich einen großen Teil dazu beigetragen. Ich
möchte den sehr blutigen Speer anschließend daraus ziehen und sehr zufrieden nicken, wie ein sehr erfolgreicher Jäger. Ifrit schaut Tordal auch recht böse an. Aber gesagt, die Klingen, die Tordal gerade trägt, wofür mach ich dir denn die blauen Keule? Dafür nimmt sich die Keule und haut ihm die Hand ab. Der Echse und hängt sie sich am Gürtel an. Tordal, was ist denn eigentlich aus unserem Plan geworden? Ich hatte den Plan vorgehabt, erst viel zu euch zu führen. Ihr kamt mir entgegen. Hat es wohl nicht weit zu uns geschafft. Das hätte auch nach hinten gehen können, weißt du? Du hast mehr Fell als Verstand. Der Imperator hat geführt. Und der Allvater hat mir die Stärke gegeben. Naja, und wer hat jetzt die Stärke, diesen Riesenkopf wieder zurückzutragen? Ich schlage vor, wir machen ein... werden ihn transportieren mit den Knochen dieses Viehs. Und ich denke, wir können diese Schuppen durchaus verwenden. Ja, so könnt ihr die Erschöpfung, die euch übermannt, ignorieren, noch einmal zur Seite schieben mit eurer übermenschlichen Physis. Könnt dann den Diablodon entbeinen, Fleisch abtragen, die Knochen sortieren, euch eine kleine Vorrichtung bauen, einen kleinen Schlitten aus dem Gerippe, wenn es dann nach und nach entfleischt worden ist. Und dann über diesen Schlitten und einige Seile, die ihr dann aus den Muskelfasern des Diablodors gebaut habt, über den, ja, sowohl die Steinbrücke als auch wieder zurück in diesen rutschigen Schacht bringen. Tragt noch ein bisschen Erde ab durch diesen eingestürzten Spalt, wo der Diablodon dann über Ifrit gestiegen ist. Und auf der anderen Seite nach sicherlich 2 Stunden kommt ihr dann wieder aus der Spalte heraus. Seht die abgebrochene Statue der 2. Legion und vor euch 2 sehr junge Auraner. Ihr würdet vielleicht sagen 15 Jahre. Ihr Gesicht zeichnet ein sehr breites Grinsen. Ihr könnt vor ihnen 2 angebundene Terratrixer erkennen und sie fangen leise an zu applaudieren. Ja, mein Bruder aus Fenris und ich waren sehr erfolgreich. Führt uns zu eurem Anführer. Sie nicken. Wir haben ein Präsent für ihn. Gabriel legt vorher das Knochenschwert, was nicht einmal mit Blut benetzt wurde, wieder vor die ehemalige Statue ab. Ein wenig verbittert, enttäuscht, dass die Waffe nicht einmal geführt werden konnte. Und ja, wendet sich dann wieder den anderen zu. Öd und verseucht war das Land. Selbst jetzt, wo ich auf diesem vertrockneten Boden stehe, kann ich spüren, wie die Korruption meine Lungen mit jedem Atemzug der trockenen Luft vergiftet. Die Tage des Stolzes und des Überflusses wurden von den Flammen der Eitelkeit verschlungen. Aus den Überresten Kurul Siems.